Stricken, Rätselhefte oder Fernsehen schauen, das ist für viele Frauen im Rentenalter nicht mehr attraktiv. Die gestandenen Frauen suchen neue Herausforderungen und gehen dafür sogar ins Ausland als Au-pair. Granny-Au-pair nennt sich das dann. Warum sie das machen und wie sich die Generation 60+ verändert hat, darüber sprechen wir jetzt bei Alpha und Omega. Damit herzlich willkommen. Bei mir im Studio ist Helga Wohlers. Sie ist 63 und lebt gerade als Granny-Au-pair mit einer Familie mit 4 Kindern in Frankreich. Esther Peilo vermittelt als Bundesgeschäftsführerin des Vereins für internationale Jugendarbeit junge Au-pairs. Sie verrät uns auch in der Sendung, was sie denn von den Granny-Au-pairs hält. Der Diplompsychologe Dr. Christoph Rott forscht am Institut für Gerontologie der Universität Heidelberg unter anderem zum Thema Leistungsfähigkeit im Alter. Frau Wohlers, wie reagieren Menschen eigentlich, wenn sie Ihnen sagen, ich bin Au-pair in Frankreich? Durchweg positiv, begeistert, angefangen von meinen, ich habe selbst 2 Töchter, die finden das toll. Dass die Mutter, wie überrascht sind Menschen? Man denkt bei Au-pair sofort an junge Menschen, an junge Mädels zum Beispiel, die das machen. Ja, ich sage immer, als Au-pair-Mädchen gehe ich nicht mehr durch, höchstens noch von hinten. Also mache ich eine Oma-Au-pair und die im wirklich, sie finden es alle toll. Okay. Wie kamen Sie denn auf die Idee, im Rentenalter Au-pair zu machen? Ich habe eine Zeit lang in Paris gelebt und gearbeitet. Paris ist meine Lieblingsstadt. Frankreich, ich liebe Frankreich. Und da habe ich mir ausgemalt, vielleicht, wenn ich nicht mehr arbeite, gehe ich als Nanny, weil es in Paris sehr viele Nannys gibt, nach Paris. Ich habe aufgehört zu arbeiten und was habe ich gemacht? Nichts. Absolut nichts. Ich habe erst mal die Zeit mit mir alleine genossen. Und dann habe ich eine Reportage. Wie ging es denn da in der Zeit? Sehr gut. Ich habe Bücher gelesen ohne Ende. Das, was ich immer schon mal machen wollte. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit. Und dann nach 2 Jahren habe ich zufällig nachts eine Reportage gesehen über Granny-Au-pairs. Und habe ich gesagt, das wäre die Alternative. Da muss ich nicht immer in Paris sein. Das ist auch zu teuer auf Dauer. Und das kann ich mir dann vielleicht einteilen, wochenweise, monatsweise. Habe mich bei einer Agentur angemeldet und hatte 2 Tage später die erste Anfrage. Okay. Sie sind jetzt bei einer Familie mit 4 Kindern. Wie sieht denn dort Ihr Alltag aus? Was sind Ihre Aufgaben? Das ist ganz klar abgesteckt. Da muss ich sagen, das ist auch ganz wichtig, dass man das vorher klärt. Ich habe gesagt, ich bin für die Kinder zuständig. Das heißt, ich bringe sie zur Schule. Ich mache den Kindern Essen, ich bringe sie zu ihren Freizeitaktivitäten und ich hole sie von der Schule ab. Ich mache keinen Haushalt, ich bin keine Haushaltshilfe, keine Putzhilfe, nichts. Ich bin wirklich nur für die Kinder zuständig. Ich helfe denen natürlich auch bei den Hausaufgaben. Was fasziniert Sie denn an dieser Arbeit? Warum machen Sie das? Ich finde es unheimlich spannend, wie jetzt gerade mit diesen 4 Kindern, die sich entwickeln, zu sehen. Die sind mittlerweile zwischen 6 und 13. Als ich anfing, waren sie zwischen 3 und 10. Wie Kinder sich entwickeln. Ich lerne durch die Kinder die Sprachen. Sie vertrauen mir, sie respektieren mich. Es ist ein ganz inniges Verhältnis. Ich bin in dieser Familie und es tut mir einfach gut. Sie haben gerade gesagt, Sie lernen Sprachen. Das ist eine amerikanische Familie, glaube ich, bei der Sie gerade sind. Im Moment ist es eine deutsche Familie, okay. Aber ich war vorher bei einer amerikanischen Familie, die befreundet ist mit der. Und dort werden 3 Sprachen gesprochen, Deutsch, Englisch und Französisch. Und das ist für mich in meinem Alter schon eine Herausforderung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was sagen eigentlich Ihre Töchter? Sie haben 2 Töchter, Mitte 30, ja. Beide, dass Sie sich jetzt um andere Familien kümmern. Ich dachte zuerst auch, da ist eine Eifersucht vielleicht im Spiel. Überhaupt nicht der Fall. Sie finden das toll, vielleicht auch deshalb. Die wohnen beide weiter weg von mir. Dass sie vielleicht auch beruhigt sind, dass sie nicht jedes Wochenende sich um die Mama kümmern müssen. Die Mama ist ja versorgt. Okay. Und sie kennen die Familien auch, sie kennen die Kinder und sie finden das toll. Ja. Macht es Sie eigentlich stolz, wenn Sie jetzt die Au-pair-Kinder, sag ich mal, aufwachsen sehen? Ja. Ja, ich war jetzt lange nicht mehr bei dieser Familie mit den 4 Kindern, wo ich jetzt wieder hingegangen bin. Da war ich ein Jahr nicht und als ich kam, dann alle 4 Kinder sind gekommen. Oh Helga, wir sind so froh, dass du wieder da bist. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Und die andere, von der amerikanischen Familie,
die war eifersüchtig und hat gesagt, wieso schläfst du denn jetzt bei denen und nicht mehr bei uns? Also das tut einem schon gut. Ja, sie war noch gebraucht. Ja, ja, und das ist wichtig. Ja. Frau Peilo, Sie vermitteln junge Au-pairs. Jetzt haben Sie gerade die Schilderung gehört, wie das denn so aussehen kann als Granny-Au-pair. Was halten Sie denn davon? Ich finde das eine gute Idee. Also, weil egal wer in, oder in welcher Lebensphase man das Bedürfnis hat, sich um Kinder zu kümmern oder auch ja, in ein anderes Land zu gehen oder sowas, das betrifft ja nicht nur junge Leute. Also ich denke, bei jungen Leuten, da ist es eben eine interessante Geschichte zwischen Ausbildung und Beruf. Da zu sagen, ja, ich will eine andere Kultur kennenlernen, ich will auch in Hautkontakt sozusagen mit dieser anderen Kultur sein, nicht einfach nur irgendwie so ein All-Inclusive-Hotel, sondern wirklich auch die Menschen kennenlernen. Ich will meine Sprachkenntnisse verbessern. Und da sind ja so die Rahmenbedingungen für junge Leute zumindest gesetzlich auch ganz klar geregelt. Da ist dann ein bisschen Hausarbeit dabei, aber da muss die Familie auch dafür sorgen, dass ein Sprachkurs gemacht werden kann, dass ein gewisses Maß an Mobilität gegeben ist, dass die ja, dann auch, wenn man in Paris ist oder auch in einer Stadt hier unterwegs sein kann und nicht nur irgendwie im landschaftlich sehr schönen, aber vielleicht doch auch einsamen Gegenden dann versauert, sondern also deswegen, das ist für junge Leute interessant und die natürlich dann auch mit anderen jungen Leuten zusammenkommen wollen. Und ich könnte mir vorstellen, dass da ein gewisser Heimvorteil dann da ist für die Granny-Au-pairs, dass die sagen, nö, abends, mir reicht die Couch und ein gutes Buch und die jungen Frauen, die wollen natürlich unterwegs sein, was für die ja auch wichtig ist, um auch eine Kultur kennenzulernen, der Austausch untereinander. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es dann in ein Familienleben vielleicht zum Teil auch leichter zu integrieren ist. Das ist nämlich der Unterschied. Ich sage, ich bin aus dem Alter raus. Bei mir braucht man keine Angst mehr zu haben, dass ich Freitag, Samstag, Sonntag auf die Piste gehen will und in die Disco. Ich bin also immer da. Und bei den Jungen ist es verständlich, die wollen ja was erleben, die wollen ja andere Leute kennenlernen, dass die mehr unterwegs sind. Wo würden Sie noch Unterschiede sehen? Also was ist vielleicht auch der Vorteil von jungen Au-pair im Vergleich zu Granny-Au-pair? Also ich könnte mir vorstellen, dass es bei jungen Leuten, dass die noch keine so eigenen festen Vorstellungen von Familienleben haben. Also weil als Granny-Au-pair da, Sie haben ja Modellfamilie schon mal gelebt, wenn Sie sagen, Sie haben zwei Kinder, ich bin gerade noch mittendrin, meine sind noch nicht aus dem Haus, aber man hat dann da so bestimmte Sachen, die sich bewährt haben und wo man denkt, wenn das bei mir passt, dann passt es bei den anderen auch so. Und da sind die jungen Leute vielleicht auch experimentierfreudiger oder lassen sich dann auch noch mal stärker vielleicht auf die Vorstellungen der jungen Familie ein. Also da, dadurch, dass der Altersunterschied dann vielleicht auch nicht so hoch ist, sind die flexibler oder eben haben noch keine so festen Konzepte. Das kann von Vorteil sein, wenn die Familie selber auch ganz genau weiß und selber plant. Aber wenn die Familie auch offen ist, aufgeschlossen ist, dann kann das sehr bereichernd sein, wenn Granny-Au-pair sagt, und so, bei mir hat sich das und das so und so bewährt. Also da kommt es aber auch auf die Typen an, würde ich sagen, die so aufeinandertreffen. Also so zwei feste, verplante Charaktere haben bestimmt mehr Probleme damit. Einfach die Chemie stimmen. Mhm. Die Eltern müssen hinter mir stehen. Sie müssen damit einverstanden sein mit dem, was ich mache. Ich, um Gottes Willen, ich misshandle die Kinder nicht oder sowas. Aber wenn ich etwas sage, stehen die Eltern hinter mir und sagen, was die Helga sagt, wird gemacht. Mhm. Weil sie wissen, dass ich ein gewisses Maß an Erfahrung halt eben auch schon mitbringe. Mhm. Welche Vorteile würden Sie jetzt bei Granny-Au-pair sehen wie Frau Wohlers? Ganz klar, sie ist eine Autorität den Kindern gegenüber. Das glaube ich schon, dass das pädagogisch bestimmt von Vorteil sein kann. Die lässt sich vielleicht auch nicht so schnell ein X für ein U vormachen. Also kennt die Tricks, weil Kinder sind ja auch nicht dumm. Ne? Die haben ja da einiges im Repertoire drin. Oder was wir so mitbekommen, was dann manchmal so zwischen Gastfamilien und jungen Frauen oder auch jungen Männern, also es sind ja zunehmend auch junge Männer, die sich dafür interessieren, wo es da schon am ehesten mal funkt, sind schon Sachen, dass die überfordert sind mit den Kindern. Also dass sie wirklich sagen, da pädagogisch gerate ich da an meine Grenzen. Sprachlich ist auch immer so der Knackpunkt. Das kann aber bei Granny-Au-pairs auch natürliche Schwierigkeiten geben. Das hängt auch an den eigenen Kenntnissen zusammen. Aber so rein von der Autorität her oder auch mit Kochen und oder so, solchen Sachen könnte ich mir so eine Lebenserfahrung, da glaube ich schon, da ist ein ganz, ganz großes Plus und da. Noch etwas muss ich dazu sagen, was natürlich auch der Fall ist, wie der Name schon sagt, Granny oder Oma-Au-pair. Ich habe mit den Kindern auch meine Geheimnisse, wenn ich immer was zustecke. Wenn sie nicht tot, also ich, so ein bisschen verwöhnen darf schon auch sein als Oma. Und das. Ja, Herr Rotz, Sie haben jetzt die Schilderung gehört von Frau Wohlers. Was ist das für eine Generation, die noch so, ja, so viel Lust hat, auch Neues auszuprobieren und dafür auch ins Ausland geht?
Also für mich ist es eigentlich ganz normal, dass sie sowas machen und dass immer mehr Menschen eben ein sehr aktives Leben führen wollen, dass sie neue Aufgaben suchen und mit den bisherigen Rollenmustern, dass man im Alter eher sich zurückhalten strickt. Soll, eigentlich sich stricken, ja, stricken und häkeln und Kreuzworträtsel lesen, sich nicht anfreunden können. Es ist eigentlich sehr viel passiert in der Gesellschaft, auch bei uns im Land in den, sagen wir, letzten 50 Jahren oder auch letzten 30 Jahren, sowohl zahlenmäßig im Hinblick auf die zunehmende Lebenslänge. Ich würde auch nicht von einem Altern der Gesellschaft sprechen, sondern von einer Gesellschaft des immer längeren Lebens. Man weiß auch mittlerweile sehr genau, dass es nicht eine Verlangsamung von Alternsprozessen ist, was jetzt stattfindet, sondern ein Hinausschieben. Das haben die Demografen sehr schön destilliert oder aus diesen Untersuchungen eben geschlussfolgert, dass es eben darum geht, das Altern überhaupt später anfangen zu lassen. Wie macht man das dann? Wie kann man das machen, dass man den Alterungsprozess sozusagen herausschiebt? Man muss eigentlich gar nichts machen, weil die wenigsten Menschen fühlen sich alt. Wenn Sie Leute fragen, ab wann Sie das Alter definieren, da gab es vor kurzem eine Umfrage, dann ist es so Mitte 70. Ab da fängt es überhaupt erst an. Ja, das ganz weit weg. Ganz weit weg, ja. Okay. Ich habe vor vielen Jahren auch hier mal in Stuttgart das gesagt, dass sich die Lebensphase des mittleren Erwachsenenalters bis so zum Alter von 70 erstreckt. Das war im Jahr 2001, jetzt 14 Jahre her. Da hat man mich schon ziemlich dumm und erstaunt angeguckt, wie ich sowas sagen könnte. Mhm. Ja? Aber wir altern eigentlich nicht. Das, was jetzt geschieht, hat eigentlich mit Altern relativ wenig zu tun. Mhm. Mit welchen Themen beschäftigen sich denn Menschen in der Rente? Das ist individuell eben sehr verschieden. Und meine Idee ist, dass Menschen das tun sollen, was ihrem Leben einen Sinn gibt. Also die Tätigkeiten ausführen und ausüben, so wie Sie das machen, wo Sie sagen, das ist für mich ein Baustein in meinem Leben, vielleicht auch ein Baustein, um meine Persönlichkeit auch noch abzurunden. Da fehlt mir noch irgendwas, damit ich jetzt so rund mit mir selbst auch zufrieden sein kann. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ist das ein Sinn in Ihrem Leben? Würde Ihnen was fehlen, wenn Sie das nicht hätten? Ja. Ja, mittlerweile kann ich sagen, ja, durch diese Erfahrung, ich mache das ja jetzt schon seit 3 Jahren und ich merke es auch, wenn ich beispielsweise 5 Wochen dann in der Familie war und dann brauche ich Zeit für mich, dann muss ich wieder nach Hause und dann bin ich 14 Tage, 3 Wochen zu Hause und dann fehlt mir schon was, dann vermisse ich sie schon. Sie werden wahrscheinlich auch überlegen und reflektieren, was da passiert ist in den 3 Wochen, wie das so mit den Kindern ist. Ich bin jeden Tag, habe ich den Tagesablauf im Kopf und denke, jetzt machen Sie das, jetzt gehen Sie zum Reiten, jetzt ist die Schule aus und jetzt so, bin ich eigentlich immer dabei. Ist Teil Ihres Lebens geworden. Ja, ist Teil meines Lebens geworden, den ich auch nicht mehr missen möchte. Ja. Jetzt ist aber so, Sie waren jetzt schon in mehreren Familien. Man muss sich ja immer auf die neue Familie einstellen, auf den neuen Haushalt. Was ist denn da am schwierigsten? Also gar nichts ist schwierig, wenn die Chemie stimmt. Und ich habe es 2-mal erlebt, dass die Chemie nicht gestimmt hat. Und wie dann hat sich das ausgewirkt? Also in der einen Familie, die waren immer nur junge Au-pairs gewohnt. Die haben mich überhaupt nicht integriert in die Familie. Die Kinder haben mich abgelehnt, weil sie das von den Eltern ja auch gesehen haben. Und die haben mich wirklich behandelt wie eine Dienstbotin. Und da habe ich gesagt, das muss ich mir nicht geben. Ich habe mir immer gesagt, ich bin ja ein großes Mädchen. Wenn etwas nicht passt, bin ich ganz schnell wieder zu Hause. Aber wie haben Sie das erlebt, als Dienstbotin behandelt zu werden? Naja, ich habe nicht mit denen am Tisch gegessen. Sie hat mir morgens eine Liste hingelegt, was zu machen ist. Und habe ich gesagt, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Also das war schon ganz eigen. Wie haben Sie sich gefühlt dort? Ganz schlecht, ganz schlecht. Ich war richtig unglücklich. Aber da das in einem Nachbarort war von meinen 4 Kindern, bin ich am Wochenende immer zu denen geflüchtet, habe dort immer Asyl bekommen, sodass ich dann also doch die 5 Wochen ausgehalten habe. Also war die eine schlechte Erfahrung, also nicht integriert worden sein in die Familie. Ja. Was war die zweite? Die zweite schlimme Erfahrung für mich war, das war ein alleinerziehender Vater in Berlin, dessen Frau ihn alleine gelassen hat mit 3 Kindern. Der Älteste
hat mit 7 Jahren noch ins Bett gemacht, hatte Tics. Die mittlere ging einigermaßen und die kleine, 2,5, die hat wie oft bitterlich weinend vor mir gestanden und hat nach ihrer Mama gerufen. Und das hat mich emotional so stark belastet, dass ich gesagt habe, das kann ich nicht. Deshalb, wenn man selber Mutter ist und so ein kleiner Zwerg steht vor dir und schreit nach seiner Mama, das war ganz schlimm. Da habe ich gesagt, ich gehe. Da waren Sie einfach überfordert auch von der Situation. Ich meine, diese Familie brauchte dann auch, oder ja, die brauchte professionelle Hilfe. Das ja, kann eine Granny-Au-pair eigentlich gar nicht leisten, auch mit viel Einfühlungsvermögen. Ja, ich habe zu dem Vater auch gesagt, du musst mit dem Kind, musst du zum Arzt gehen mit dem Älteren. Er wäre bei einem Neurologen gewesen, sage ich, ein Neurologe hilft der da nicht. Ja. Frau Peilowitz, hat Frau Wohler sehr viel Lebenserfahrung, auch schon Familie selber quasi durchlebt. Wie würde es denn jungen Au-pairs gehen, wenn die jetzt in so einer Situation wären und mit solchen Problemen konfrontiert werden würden? Die werden mit diesen Problemen konfrontiert und deswegen wenden sie sich ja dann auch uns. Das ist der Vorteil, wenn man das eben über eine Agentur macht, die sich dann auch kümmert. Das sind dann genau solche Fälle, dass der gegenseitige Respekt nicht da ist, dass sie behandelt werden wie Dienstbotinnen. Da ist dann ja auch das Alter egal für die Familie. Ja. Ja. Und auch wenn Sie gesagt haben, Sie haben bis jetzt auch nur junge Frauen oder bisher gehabt, die haben dann eben aber auch, brauchen eine Weile, bis sie dieses Selbstbewusstsein haben, zu sagen, nö, mache ich nicht mit mir. Also am Anfang lassen sie sich dann da oft auch ein und sagen, okay, das sind andere Länder, andere Sitten, das ist dann jetzt hier halt vielleicht so. Und nur wenn es dann wirklich zu Demütigungen kommt oder wenn es ihnen dann wirklich zu viel wird, dann ziehen sie die Notbremse und wenden sich dann an uns und sagen, sie möchten bitte in eine andere Familie wechseln. Weil das war ja bei Ihnen wohl auch möglich, dass da so die Agentur, die das vermittelt, sich dann im Prinzip auch drum kümmert. Nee. Also ich habe das ganz dann eigenständig gemacht. Ja, okay. Ich habe nur die Vermittlung. Aber da muss ich Ihnen recht geben. Mhm. Bei den Jungen, ich lerne ja auch viele junge Au-pairs kennen, die auch dort in Frankreich sind. Die brauchen einfach einen Ansprechpartner von einer Agentur, an die sie sich wenden können. Sie haben nur die erste Granny-Au-pair-Vermittlung über eine Agentur gemacht und alles andere über Mundpropaganda. Dann habe ich niemanden mehr gebraucht. Ja. Junge Mädchen wissen ja in der Regel nicht, wohin. Das heißt, die brauchen eine Agentur. Ja. Ja. Ihre Agentur ist eine der ältesten und größten in Deutschland. Ja, oder man kann so, also unsere Anfänge liegen in Europa. Also es war vor 130 Jahren haben sich in verschiedenen Ländern verschiedene Frauen zusammengetan, die genauso diesen Weg von jungen Frauen zwischen Ausbildung und Beruf, oder damals waren es Dienstbotinnen, die im Zuge der Landflucht dann in der Stadt dann wirklich als Dienstbotin arbeiten wollten, die begleitet haben. Weil diese jungen Frauen vor 130 Jahren, die sind dann oft in Bordells gelandet. Und so hat es eigentlich angefangen, im Zuge auch der Völkerverständigung Au-pair seit 1922 dann anzubieten. Sie können sich vorstellen, dass so während des Ersten und Zweiten Weltkriegs das dann kein Modell war, das auf Gegenliebe gestoßen ist. Da war unser Verein auch verboten. Aber es waren im Prinzip diese beiden kirchlichen Verbände, die nur Au-pairs vermitteln durften. Also auch vom Arbeitsministerium aus. Es ist Invia für die katholische Kirche und eben der Verein für internationale Jugendarbeit für die evangelische Kirche. Und der hieß bis in die 70er Jahre Verein der Freundinnen junger Mädchen. Und da schon an dem Namen können Sie auch sehen, dass es ging um die Begleitung von jungen Frauen. Und das hat eigentlich sehr gut funktioniert, auch dann die wirklich als Agentur zuständig zu sein. Damals hatte die Politik auch noch ganz viel Geld in die Hand genommen, auch zum Beispiel für junge Deutsche im Ausland wurden Sozialarbeiterinnen bezahlt für die Beratung in London, Paris, waren wirklich Außenstellen für die jungen Deutschen, die dort Probleme haben, dass die eine Anlaufstelle vor Ort haben. Das ist jetzt alles, hat sich geändert. Durchs Internet können sie das nicht mehr regeln. Mittlerweile gibt es ja eine Schwemme von Agenturen, die Au-pair vermitteln. Man braucht nur einen Gewerbeschein dazu. Das heißt, eigentlich kann das jeder machen. Genau. Woher weiß man denn, ob eine Agentur seriös ist oder nicht? An wen sollte man sich da wenden, wenn man das machen möchte? Also es gibt zertifizierte Agenturen, die über diese Gütegemeinschaft ein Gütesiegel haben. Das ist 10 Jahre auch finanziert worden vom Bundesfamilienministerium. Und aus Kostengründen, weil jetzt der politische Wille eher dahin geht, auch zum Beispiel junge Kinder eher früher zu unterstützen und also eher in die Infrastruktur zu investieren und nicht unbedingt in die Au-pair-Vermittlung und Begleitung, weil die ja doch sich eher in Privathaushalten abspielt. Seitdem, also seit einem Jahr, sind die Agenturen auf ihre eigenen Füße gestellt, sozusagen. Aber sehen Sie an diesem Siegel, Sie sehen es aber eben auch bei den kirchlichen Verbänden, die sind an die Diakonie oder an die Caritas angedockt.
Und weil der schnellere Weg ist es auf jeden Fall, das per Internet zu machen und auf eigene Faust. Aber über eine Agentur müssen Sie zum Beispiel auch nachweisen, auch für die Familie, dass Sie schon Erfahrung haben mit Kinderbetreuung. Sie brauchen Zertifikate, Sie brauchen medizinisches Gutachten, dass Sie nicht schwanger sind, dass Sie keine ansteckende Krankheit haben. Und übers Internet... Der sichere Weg, ja, auf jeden genau. Fall. Herr Rott, wenn man die Granny Opas, es gibt mittlerweile zwei, kenne ich, Agenturen, die Granny Opas vermitteln. Es sind noch sehr wenige in Deutschland. Warum gibt es erst jetzt? Warum kommen erst jetzt solche Projekte hoch? Ich glaube, dass die jetzt älter werdende Generation, insbesondere die Frauen, sehr viel höhere Ansprüche an das Leben stellt, als vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten. Dass sie wirklich was noch erleben wollen, etwas Sinnvolles tun wollen, was auf einem hohen Niveau angesiedelt ist, was auch hohe Anforderungen stellt und eben auch sehr viel selbstbewusster sind und sich eben nicht mit den bisherigen Rollenmustern oder mit den Angeboten, die gemacht werden im Hinblick auf ehrenamtliche Tätigkeiten, irgendwie arrangieren wollen. Es wird sehr viel auch von politischer Seite das propagiert. Bürgerschaftliches Engagement, Ehrenamt, finde ich auch gut. Aber es ist nicht für alle was. Es sind immer weniger als die Hälfte, die ehrenamtlich aktiv sind. Ist das eine logische Konsequenz des demografischen Wandels? Also es hat nicht nur mit dem Altern der Gesellschaft zu tun, sondern eben auch mit mehr Selbstbewusstsein. Dass die Älteren einfach sagen, wir sind volle Mitglieder der Gesellschaft, vollwertige Mitglieder der Gesellschaft. Wir arbeiten jetzt nicht mehr, wir sind nicht mehr im Erwerbsleben. Aber wir wollen auch produktiv sein, wir wollen auch für uns was machen. Ja, wir wollen unsere Vorhaben, die für uns wichtig sind, realisieren. Und ich glaube, das ist der neue Schritt. Und wir wissen eigentlich viel zu wenig, was ältere Menschen tun wollen. Und in den ganzen Untersuchungen werden immer Alternativen vorgegeben von Aktivitäten und dann wird gesagt, das mache ich oder mache ich nicht. Aber Angebote waren sonst für Sie nicht ausreichend, was Sie sonst gesehen haben? Nein, ich hatte auch einen ganz anderen Beweggrund noch. Ich war oder bin selber alleinerziehend von zwei Töchtern gewesen. Meine Eltern sind sehr früh verstorben. Ich hatte keine Großeltern für meine Kinder und musste mir aus dem Grund, ich musste mir einmal ein Au-pair holen. Dann habe ich im Fahrbrief, habe ich mir eine Oma gesucht bei uns in der Nähe. Ich war ja voll berufstätig und das war ganz schwierig für mich. Und als ich dann aufgehört habe zu arbeiten, dann ist mir das nicht wieder eingefallen. Das habe ich nie vergessen. Aber ich habe gedacht, vielleicht kann ich solchen Familien, die in ähnlichen Situationen sind, helfen. Mhm. Die keine Großeltern haben oder nicht in der Nähe haben, dann hätte ich meine Zeit zu geben. Ich sehe da einen ganz wichtigen Punkt, dass die Älteren sehr große Verantwortung für nachfolgende Generationen empfinden. Das ist denen nicht egal, was mit den Kindern und insbesondere mit den Enkelkindern interessiert. Gerade in einer Zeit, wo es auch immer schwieriger wird, wird doch sehr viel mehr Gefahren und Gefährdungen im Hinblick auf Umwelt, Kriege jetzt einfach da sind, dass sie wirklich sagen, das interessiert uns. Ja. Ja. Darf ich Sie was fragen? Also wenn Sie selber jetzt Enkel haben, also Sie haben ja gesagt, Sie haben zwei Töchter, wenn die selber dann auch Kinder haben und Sie Enkel haben, ist das dann für Sie eine Konkurrenz oder machen Sie dann weiter Granny-Au-pair? Sie aufhören, das ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht, das kann ich so nicht beantworten. Das wird sich finden, obwohl meine Töchter mir schon gesagt haben, die dann überlegt haben, Kinder zu kriegen, da sage ich, naja, ich arbeite ja nicht mehr, da kann ich mich ja um das Kind kümmern. Da habe ich zur Antwort gekriegt von beiden. Wenn ich Kinder kriege, dann will ich die selbst erziehen und dann will ich sie nicht der Oma geben. Okay. Herr Rott, im Moment gibt es nur Granny-Au-pair, aber Grandpa-Au-pair gibt es noch nicht. Woran liegt es denn? Ich denke, die Erziehung von Kindern ist eben auch noch eine wichtige Aufgabe von Frauen. Die Männer sind berufstätig, sind selten in sozialen Berufen. Frauen heutzutage auch, würde ich sagen. Bewegen sich auf gefährlichem Terrain. Ich bewege mich da doch auf sehr gefährlichem Terrain. Man sieht es ja auch zum Beispiel an den Lehrern und Erziehern in Kindertagesstätten und in Grundschulen. Das sind einfach sehr viel weniger männliche Tätige. Die pädagogischen Berufe. Das lassen wir so stehen. Ja, kann man, können Sie das so akzeptieren? Ja. Ja. Im Gymnasium haben Sie wieder mehr männliche Lehrer. Also. Ja. Aber ich denke, das ist ja doch eine Phase von Granny-Au-pair, von Kindern jetzt zwischen 6 und 14 oder 6 und 18, eher jüngere Kinder. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es Männer gibt, die da auch sehr geeignet sind, die das interessieren wird. Können Sie sich das denn vorstellen? Ich könnte mir das schon vorstellen. Ja, mir macht es Spaß.
mit jungen Menschen zusammen zu sein. Ich bin im Sportverein aktiv, Abteilungsleiter. Und wir haben viele junge Mädchen. Ich finde es toll, mit denen in Kontakt zu sein. Ja, am Ende der Sendung fände ich es noch ganz wichtig, wenn wir jetzt Zuschauerinnen haben, ja, die sagen, das wäre was für mich, Granny Au-pair. Was raten Sie? Also an wen kann man sich wenden? Was sollte man da tun? Ich bin einfach ins Internet gegangen, habe mir eine Agentur rausgesucht, auf gut Glück. Mhm. Ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung. Mhm. Habe dann eine Agentur gefunden, bei der ich mich kostenlos anmelden konnte. Dann muss man ein Profil erstellen und reinschreiben, was man will, wo man hin will, welches Land, wie lange man da bleiben will. Und wem würden Sie das raten? Also was muss man quasi mitbringen? Neugier, Interesse an vielleicht an anderen Ländern, an Sprachen. Man natürlich Spaß mit Kindern haben. Ja. Würden Sie es empfehlen? Jederzeit. Ja. Ich muss noch etwas zu Ihnen sagen, weil er eben gesagt hat, es liegt auch in der Generation, weitergeben zu wollen an die Kinder und dann auch Enkelkinder. Das tut so gut, wenn die Kleinen kommen mit 6 Jahren und sagen, Helga, kannst du uns noch mal eine Geschichte aus deinem Leben erzählen? Das ist doch die beste Anerkennung, die sie bekommen können, oder? Ja, ja. Und es ist so wichtig, dass die Kinder von Eltern und Großeltern etwas erfahren. Ja. Wenn Sie noch mal zusammenfassen würden, inwiefern haben Sie davon profitiert, dass Sie seit 3 Jahren Granny Au-pair sind? Also fangen wir mal damit an, dass ich meine Sprachkenntnisse verbessert habe, Französisch und auch Englisch, was überhaupt nie meine Intention war, aber das läuft jetzt auch in der amerikanischen Familie. Und ich finde es so spannend, einfach zu sehen, wie die Kinder sich weiterentwickelt haben, was sie alles machen können und das Vertrauen einfach. Ja. Sie sehen glücklich aus. Ja, ich bin auch glücklich. Spaß. Granny Au-pair, Oma auf Zeit, das war unser Thema heute bei Alpha und Omega. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute weiterhin als Granny Au-pair. Und Ihnen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.